Speedrun mit 2S Akku. Ich habe jetzt hier schon mal den Speedmesser auf 0 km/h gestellt. Da muss man immer aufpassen, ob man da km/h oder ob man Meilen pro Stunde einstellt. Dann habe ich hier einen 2S Akku, 5200 mAh von Hobbitronic drin. Ja, sieht man jetzt von der Seite schlecht. Werde ich aber jetzt auch nicht aufmachen. Hier sieht man es besser. Ja, die 5.2 sieht man, Hobbitronic Akku sieht man auch. Ist ein 2S Akku. Und dann würde ich sagen, dann geht es jetzt los. Und ich werde mal sehen, wie schnell die Karre der Red Max hier geht. Ja, mit 2S. Weil mit 3S haben wir es ja schon. Oder wer es auch noch testen? Oder beziehungsweise ist schon online oder wird noch online kommen. Mal sehen, was ich zuerst veröffentliche. Jedenfalls werdet ihr das auch mitbekommen. So, das ist schon Vollgas. Ich kann euch eins sagen, 2S ist etwas handlicher zu fahren. Also ich fahre so wie jetzt. So, dann werfen wir einen Blick drauf und wir haben 38 km/h. Ausschalten. Einschalten. Dauert einen kleinen Moment. So, jetzt gehe ich hier auf die Mode-Taste. So, habe dann hier meinen Peak. 0 km/h. Logisch. Und dann würde ich sagen, Feuer frei, andere Richtung. So. Das sollte dann genug Schwung sein. Also, mehr Vollgas geht ja schon gar nicht. Auf jeden Fall, ihr seht, also auf Asphalt mit Griff, könnte durchaus besser sein mit den Standardreifen. Und da hat sich jetzt gar nichts gegeben, 38 km/h auch in die andere Richtung. Das war jetzt Speedrun 2S mit dem Red, da steht's, Red Max.